Willkommen zu meinem Blog, meine Lieben. Hier ist euer Matthias wieder von Black Koi, Original Japan Koi. So, meine Lieben, ich habe heute meine Inhalterung mal im Licht etwas ausgetauscht. Ich habe diese ganz, ganz blaue Marine Birne getauscht gegen eine Daylight. Jetzt habe ich eine Tageslichtleuchte drin und ich habe eine Aquamarine, also mit hohem Blauanteil, aber nicht extrem blau. Ja, das Ergebnis seht ihr. Es ist kristallklar. Man kann bis auf den Boden schauen, wie ihr seht. Die Farben der Fische leuchten richtig schön. Jetzt bin ich nur mal gespannt, wie sich es auf die Farbe auswirkt. Also auf jeden Fall sind die Fische haben schon mal kräftig wieder in Farbe zugelegt. Was schon mal sehr, sehr positiv ist. Ja, da bin ich halt mal gespannt. Also wie ihr wisst, ich lasse euch natürlich da auf dem Laufenden. Ihr wisst ja, nur aus Selbsterfahrung wird man klug, ne? Jo, dann schauen wir mal kurz die Fische ein bisschen an. Hier unten seht ihr meinen schönen Karashi-Goi. Der ist enorm gewachsen, der hat vorhin einen Körperbau gekriegt, mein lieber Helsangsverein. Genau wie da hinten der Yamabuki. Auch der kleine Platinum hat jetzt kräftig zugelegt. Die Konishi-Koi wachsen auch sehr, sehr gut hier drinnen. Also, rundherum eigentlich sehr zufrieden. Natürlich Karashi-Koi immer gierig. Da kannst du Futter reinschmeißen, wie du willst. Der will alles haben. Er hat auch ein wunderschönes, perfektes Schuppenzeichnung an der Seite und auf dem Rücken. Also ist wirklich ein schönes Tier. Jo. Und so wie ihr seht, also ich sag mal, der kleinste hierbei müsste jetzt so an die, ich möchte nicht viel sagen, 25 cm liegen. Der größte ist der Karashi und der Yamabuki. Die müssten beide schon dicke 33, 34 cm haben, wenn ich überlege, wie klein ich die gekauft habe. Na gut, mal, wenn man überlegt, warum man Futter reinsteckt, aber sie wachsen halt sehr, sehr gut jetzt. Also ich bin sehr zufrieden damit. Wie gesagt, das sind dann auch die Koi, die ihr gerne dann bei mir ersteigern könnt. Auf jeden Fall sind sie definitiv KV und auch Schlafkrankheit, also CV frei. Sie haben keine Parasiten bis jetzt, nichts. Wir haben auch keine Bakterien-Dinger, wir haben überhaupt nichts. Wasserwerte sind top in Ordnung. Ich halte die Fische momentan und sie Innenraumtemperatur 24,1 Grad und Wassertemperatur. Wasseraustauschrate im Becken ist mindestens viermal die Stunde. Also ich kann nicht meckern. Ja, meine Lieben, so viel erstmal zu dem kleinen Updatechen hier. Wie gesagt, mit dem Licht gucken wir jetzt weiter. Ich probiere es jetzt einfach aus und wir testen es einfach mal. Ja, meine Lieben, wenn euch mein Kanal gefällt, lasst mir gerne ein Abo da. Ein Daumen hoch wäre auch sehr nett. Und wer mich gerne unterstützen möchte, kann es gerne über den PayPal-Link machen, wo ich mal kleine Links mit reinstelle von Amazon. Da könnt ihr gerne was drüber bestellen. Kostet euch keinen Cent mehr. Ich kriege nur eine kleine Vergütung dafür. Umso mehr bestellen, desto besser, weil ihr wisst ja, ich will mich ja selbstständig machen und das kostet halt auch ein bisschen und man möchte halt so viel wie möglich selbst beitragen und nicht anfangen mit Kredite und so was alles. Muss ich nicht haben, will ich auch nicht haben. Ja, also es wäre sehr nett von euch, wenn ihr mich unterstützt. Und an alle meine Abonnenten und meine zukünftigen Abonnenten, ich danke euch auf jeden Fall schon mal für eure Unterstützung. Und wie gesagt, die Süßen geht sehr, sehr gut. Und wir hören und sehen uns. Ich danke euch. Bis dahin, euer Matthias. Habt noch eine restliche schöne Woche und schönes Wochenende. Bis dahin. Bye, bye.